Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Splatoon 3 Singleplayer. Jawohl, in dieser Folge, also in der letzten Folge, haben wir ein bisschen die Logs angeschaut und schauen uns halt so an, was wir alles geschafft haben an Kesseln. 10 haben wir schon geschafft. Ich glaube, damit sind wir schon ganz gut. Wir machen jetzt mit Welt 3 weiter. Haben wir dann schon alle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ach, das ist zurück. Na, dann sind es hier 10 Level. Okay, dann haben wir wahrscheinlich schon soweit alles geschafft. Also gefunden, ne? Dann geht es nur noch darum, diesen Teil der Karte halt fertig zu machen. Und dann ist schon mal alles gut, würde ich mal behaupten, gell? Das wäre doch nicht so verkehrt, ne? Also gucken wir mal. So, in dieser Mission wird Mills lebensgefährlicher, aber lustiger Überraschung deine Reaktionszeit geprüft. Du erhältst Bewaffnung, welche aus deiner Heldenausrüstung zusammengestellt wurde. Ja, fangen wir damit an, wenn das die Empfehlung ist, ne? So. Was für eine Überraschung. Noch eine Überraschung. Oh, so läuft der Hase hier. Aha. Da kommen bestimmt noch mehr. Ah, nee. Wetten, dass die sich jetzt hier umdrehen. Nein. Ist ja fast schon ein bisschen langweilig. Ah, jetzt lohnen sie sich. Siehst du, so muss das gemacht werden. Trisuka aufheben bis zu den bösen Gegnern am Ende. Das ist ja interessant. Also das Konzept finde ich schön. Oh, da kommt man nicht mehr raus. Okay. Oh je, was erwartet mich jetzt? Ich ahne, was jetzt kommt, ja. Nee, du hast gar nichts gesehen. Ziehen Sie sich, bleib wachsam. Nein! Fuck. Wie bitter. Okay. Na gut. Habe ich halt eine Rüstung verloren. Ist auch okay. Ist auch okay. Wir machen das jetzt noch mit allen anderen Waffen so, ne, dass wir die erste Hinse auf 100% haben und dann machen wir die zweite auf 100% und so weiter und so fort, bis wir die komplette Story abgeschlossen haben und dann gucken wir mal, was wir lernen. Scheinbar lernen wir tatsächlich, wie es von der Menschheit zu den Inklingen gekommen ist. Oder die Menschen kommen zurück. Das wäre ziemlich krass. Wir erhalten auf jeden Fall schon mal 910 Punkte. Machen die ganze Scheiße noch einmal mit dem Undercover scheinbar. Das wird lustig. Undercover ist auch eine dieser Waffen, die ich überhaupt nicht kann. Aber das wird ein schöner Spaß. Hahaha. Undercover, haltet ZR gedrückt, um den Schirm zu öffnen und dabei Tinte zu verschießen. Ja. Wisst ihr, was das Problem beim Undercover ist? Undercover wäre eine gute Waffe. Das Problem ist aber, der erste Schuss kommt raus und dann geht der Schild auf. Hat mir mal jemand gesagt, der Schirme tatsächlich spielt. Der Tent war das. Wenn der Schirm direkt beim ersten Schuss rauskommen würde, wäre das eine gute Waffe, aber so ist es irgendwie eine schlechte. Leider. Oh, kann ich das einfach so machen? Ist ja geil.
Ist auch benötigt. Mist. Das hat funktioniert. So, das war jetzt, wo ich die Tri-Suche angesetzt habe. So, das wird jetzt sehr Spaß, aber ich habe Splat-Bombs. Das heißt, der erste ist easy weg. Warum schießt der denn nochmal? Nein. Okay. Sie alle besiegt. Ich bin der Beste. So muss das. Okay. Ja, da muss man sich konzentrieren, ey. Das ja. Das Level an sich ist nicht schwer, aber es ist halt undercover halt, ne? Ich erinnere mich. Dauert mir zu lang. Eine Bombe macht das Ding sofort auf. Fertig. So, okay. Dann das Level noch einmal schaffen und dann haben wir den Teil auch schon mal geschafft. Na, gucken wir mal, ne, was passiert, wenn wir dann die nächste Insel so langsam, ne, eins nach dem anderen, das lösen wir jetzt und dann schalten wir alles frei und dann ist alles schön und dann, ne, und so. Ihr wisst schon, wie der Hase läuft, gell? Ja. So, nochmal 400. Ja, gucken wir mal. Wir müssen ja immer wieder Fischeier ausgeben, um die Inseln freizuschalten. Und dann kriegen wir wieder Fischeier, wenn wir eine neue Mission geschafft haben. Also, ich finde das System dahinter gar nicht so verkehrt. Frag mich, was passiert, wenn man tatsächlich... Oh Gott, das ist der Range Blaster, oder? Blaster, beschieße Ziele mit explosiven Tintengeschossen. Ja, okay. Doch nicht so schlimm. Wir kriegen Insta-Bomben, das ist interesting. Oh lol. Der hat ja ganz schön Range. Ich sollte aufhören zu springen. Voll daneben.
Ja, mit dem Blaster ist jetzt nicht so schwer. Ein Upgrade-Punkt kriegen wir sogar. Scheiße. Verdammt. Die Rüstung hatte ich schon, ne? Ja, ja. Naja, ist ja egal. Easy. Ja, so ein Range, so ein normaler Blaster, der macht schon ganz gut Gegner weg. Na, so muss das. Passt. Ah, tatsächlich, man kriegt sogar extra Fischeier, wenn man das Special nicht verwendet. Na, guck. Okay. So. Und nu? 420, haha. Archiv, Alterna Logs, Log 1. Hä, ja, das haben wir doch schon gelesen. Achso, das kann man. Ach du Scheiße. Okay, ist noch nicht ganz analysiert, dann machen wir das noch nicht fertig mit dem Lesen. Fress mal auf die Scheiße, Alter. So. Oh, ein Anchovium. Nice. Reicht das nicht schon wieder für Upgrades? Ich habe eins, ich brauche drei. Okay, es reicht nicht für Upgrades. Schade. Klingt gut. Fürs, was du fressen kannst. Okay, wieder was für ein Spind. Ein Lautsprecher, oder? Oh, das ist cool. Hä? Manche von denen bringen einem gar nichts. Ist auch nichts, ne? Sonst hättest du das ja schon erkannt. Da ist noch was. Gibt immer noch mehr zum Zerstören. Ja, das haben wir nicht. Das haben wir noch nicht. Das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich Missionen machen. Zwei haben wir noch nicht. Oh ja, das war lustig. Das ist bestimmt cool. Den Luftballon sollte ich auch mal kaputt. Wir machen erstmal den Luftballon kaputt. Hundert sogar. Ui, hat sich ja gelohnt. Gut. Alle Ziele mit einem einzigen Schuss zerstören. Wir können es schaffen. Wir können auch diese Mission lösen. Elite 4K oder Ziel Elite 4K? Okay, lade die Waffe durch Halten von ZR auf und lasse zum Feuern die Taste los. Lade durch Halten von ZR. Okay. Warte, sagt er was anderes? Nimm dein Ziel näher ins Visier, I see. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich mega scheiße bin, was Elite und Sniper allgemein angeht. Ich bin nicht der schlechteste Charger-Spieler tatsächlich, aber das wird jetzt schwierig. Ich habe einen einzigen Schuss. Ach du liebes Lieschen. Okay. Okay. Das ist eine lustige Mission. Die gab es in Octo-Expansion auch. Mit Erstabschlussbonus. Jetzt machen wir das Ganze nochmal und dann haben wir das auch schon geschafft. Mensch, dann können wir ja zu Level 2 dann schon bald weitergehen. Mensch, verrückt. Wir machen jetzt erstmal die restlichen Missionen und dann clearen wir die Karte und dann gucken wir mal, wo uns das hinführt. Wenn wir auf die nächste Insel advancen. 1400, jawohl. Das heißt, wir haben jetzt 1900 und jetzt holen wir uns nochmal 400 für den nächsten Abschluss. Und dann, ja. Lustige Idee. Jawohl, Speedrun. Super schnell. Super schnell, jawohl. 300 sogar nur. Neuer Rekord, 4 Sekunden. Okay. Okay.
Man nimmt, was man kriegt, gell? Cool. So. Es hat sich eigentlich gar nicht gelohnt, dass er das Level geladen hat und jetzt hier die ganze Oberwelt nochmal neu laden muss. Ne? So, haben wir 300, das ist ja voll dreist. Ach, der andere war der da, ne? Bedecke alles mit Tinte, mit dem Explo. Oh je, Mine. Oh je, Mine. Mit dem Explo. Oh, oh. Das könnte nervig werden. Bin ich mal gespannt, ob ich diese Mission hinkriege. In dieser Mission dreht sich alle um das Bemalen eines übergroßen Charakterkorpses. Knallschwapper, Schwerbe, effektiv aus der Ferne, dank explosiver Geschoss mit hoher Reichweite. Ja, gucken wir mal. Burstbombs kriegt man auch noch. Lenny. Das ist ja mal ein großer Kopf. Die sind nicht einfärbbar. Ja, von mir aus. Ich finde die Mission lustig. Die Idee ist gut. Über 20% der Fläche eingefärbt. Den Rest sollten diese Plattformen helfen. Nee, wir machen jetzt erstmal nicht Plattform. Die Mission ist ja dumm. Gucken wir mal, wie hoch ich komme, ohne hochzuschwimmen. Das ist ungefähr die Hälfte geschafft. Nehmen wir weiter so. Okay, jetzt muss ich vielleicht doch langsam Plattformen nutzen. Hier dumm. Die Nasen werden bitte auch eingefärbt. Oder was auch immer das unter den Nasen gewesen ist. Ist das eine dumme Mission? Wem hat Nummer 3 denn gelernt, so zu färben? Nummer 1 sicher nicht. Was soll das denn heißen? Blöde Kuh. Nein. Nein, das sieht nicht gut aus, wir sind nicht fertig. Ich glaube, das müsste es sein. Ich glaube, das müsste es sein. Die perfekten 100%. Das sah gefährlich aus, aber ja, jetzt passt's. Pass, jawohl. Oh, der Explo kann es tatsächlich kaputt machen direkt. Das ist ja lustig. Okay, die Mission haben wir geschafft. Easy. Damit sollten wir jetzt die erste Insel schon fertig haben. Und es ist gerade mal 4 Parts vergangen. Ja, wenn das so weitergeht, 24 Folgen, dann haben wir den Story-Modus durch, können wir online spielen. Das wäre geil. Das würde ich auf jeden Fall mitnehmen, gell? So ist nicht, ne? Okay. Jetzt haben wir ganz schön viele Upgrade-Punkte und kein Anchovium. Hä? Ich kann ja erzählen, Alter.
kann mir doch keiner erzählen, dass das hier nur eine Abkürzung war. Zu einer Stelle, wo nichts ist. Hä? Nee, oder? Da unten ist noch was. Ein, okay, ein Fass. Nice Deko, Alter. Ja, war's das jetzt? Mögliches Versteck. Aha. Also wir haben offiziell schon alles eigentlich. Ah, da ist noch was versteckt. Hier irgendwo sagst du, ist noch was versteckt vielleicht. Aha. 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 Langsam kriege ich raus, wenn man das rausfindet. Dein scheiß Ernst. Danke. Ein Kartenpäckchen. Das sind sie, oder? Das sind die 100% dieser Insel. Alles geschafft soweit. Das heißt, es geht weiter nach Sektor 2. Ja, alle Level haben wir auf jeden Fall geschafft. 4 Folgen und die erste Insel ist doch schon mal geschafft. Plus Intro. Sektor 2 ist dann das nächste. Jawohl. Das Archiv. Die Logs sollten jetzt... Ah, die Logs sind analysiert. Okay, also, wie die Menschheit unterging. Nummer 1. Der Fortschritt der Technik war unaufhaltsam, rapide und tödlich, denn jede neue Entwicklung brachte Wohlstand und Gutes mit sich, aber auch Krieg. Es dauerte nicht lange, bis die ganze Welt in erbarmungslose Konflikte gestürzt worden war, bis schließlich nahezu alles Leben vernichtet war, das einst auf der Erdoberfläche existierte. Zu den endlosen Scharmützeln der Menschen gesellte sich bald eine wachsende Zahl verheerender Naturkatastrophen. Vulkane, die Städte in Asche verwandelten. Das Meer, das wuchs und wuchs, um den Planeten zu verschlingen. Die Menschheit blickte der endgültigen Auslöschung entgegen. Und das dauerte nicht lange, bis Mutter Erde ein einziges Ödland war und kein Wesen mehr auf ihrer Oberfläche zu leben vermochte. Doch halt! Einige wenige Menschen gab es, die überlebt hatten, auch wenn ihre Überlebenschance mit 1 zu 42.791 verschwindend gering gewesen war. Nicht der ganze Planet war also unbewohnbar, sondern nur der allergrößte Teil. Die Überlebenden fanden ihre Zuflucht in einem gewaltigen Höhlengewölbe, entstanden in einem der vielen schrecklichen Vulkanausbrüche. Ihr neues unterirdisches Heim, nun geflutet mit Meerwasser, bot ihnen in ihrer aussichtslosen Lage Schutz und Geborgenheit. Doch während die Menschheit zusehends vom Planeten verschwunden war, war es anderen besser ergangen als je zuvor. Jene Wesen nämlich, die im Meer wohnten. Tintenfische, Oktopusse, Quallen, sie alle gediehen tief in den Fluten und ihre Scharen wuchsen und wuchsen. Und die Menschen hatten eine Nahrungsquelle gefunden. Was? Okay. Die Menschen haben die Vorfahren der Inklinge gegessen. Okay. Ich würde mal sagen, das ergibt natürlich Sinn und, okay. Okay. Wo ist eigentlich Maddy? Ah, die hängt hier hinten. Du wirst eine Menge Anchovium brauchen, um deine Ausrüstung zu verbessern. Halt die Augen offen. Wenn ich meinen Sonnenschirm dränge, heißt es, dass ich am Nachdenken bin. Wenn du mit jemandem reden möchtest, der dir nur halb zuhört, dann bin ich immer für dich da. Okay. Du wirst Opa doch retten, oder? Wir verlassen uns auf dich, Nummer 3. Du schaust immer mal noch Nummer 1, ja? Dann habe ich auch etwas Ruhe. Ich bin so unpassend gekleidet. Redest du mit Aioli auch so viel? Ja.
Ist so peinlich, wenn ich nicht mehr weiß, was ich sagen soll. Hilf mir, Aioli! Warum stehe ich eigentlich? Ich könnte mich auch hinsetzen. Wenn das hier vorbei ist, könnte ich wirklich einen Urlaub vertragen. Einen langen, langen, langen Urlaub. Okay. Aber mit dem darf ich gar nicht reden. Ich weiß nicht genau, was es heißt, aber Captain sagt, man ist... Was ist man? Captain möchte, dass ich dich daran erinnere, dass die Welt gefährlich ist und man vorsichtig sein muss. Captain fragt sich, ob das alles wegen Octadio war. Nein. Captain, Regel Nummer 1. Immer schön den Finger am Auslöser für die Sekundärwaffe lassen. Captain, Regel Nummer 1. Wenn es zu viel... Wie viele Regeln Nummer 1 hat denn der bitte? Wenn es zu viel wird, irgendwas. Beim Hochschwimmen an Wänden nicht trödeln. Führe mit B-Wandsprung aus. Wenn es zu viel wird, versteck dich kurz und atme durch. Beim Hochschwimmen an Wänden. Bla, bla, bla. Ja, die andere, die ich nicht ganz gelesen habe. Die andere, die ich nicht ganz gelesen habe, bitte. Okay, ich krieg die andere nicht mehr. Okay, ich gebe auf. Okay, erzähl. Wie hast du deinen Samini kennengelernt? Auf geht's! Sieht gut aus, deine Heldenausrüstung, aber da geht bestimmt noch mehr, oder? Ja, natürlich. Wenn wir ein Konzert geben würden, wie viele Leute würden hier wohl reinpassen? Ja, hatten wir dieses Gespräch nicht schon mal oder habe ich das geträumt? Du träumst den ganzen Tag. Ja, okay. Oh, lustig. Das geht auch. Man kann sogar Fotos machen. Wie süß. Okay. Okay, machen wir nicht. Aber theoretisch kann man das tun, das ist ja lustig. Okay, gut. So, dann wird es jetzt Zeit für Sektor 2, würde ich mal behaupten. Wir haben hier alles gefunden. Und damit den ersten Teil der Story geschafft. Okay. Nicht so schnell! Wen wollt ihr denn darstellen? Darstellen? Ha! Pull dir den Seetang aus den Ohren, dann sage ich dir, wer wir sind. Wir sind die Schatzjäger, die nie genug kriegen. Gleich fließen die Moränen. Hier kommt Mori. Und ich setze der Spitze der Nahrungskette irgendwas. Man nennt mich Marco. Ei, 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 ei. Splatsville ist unser Revier. Und klauen dürfen nur wir. Ei. Wir sind das Surumi Syndicate. Die gefallen mir. Pff, schön für dich. Und was wollt ihr gestalten jetzt von uns? Moment mal, Surumi Syndicate, sind das nicht die mit dem Anarchie-Splatcast? Ha, als Nebenjob, doch in Wahrheit sind wir unbeugsame Outlaws, die Edelfische unter den Beutemachern. Ich will ja nicht unterbrechen. Schau dich mal um, Mori, wir haben hier den Checkpot geknackt. Bergeweise Schätze, all die Zeit unter dem Krater verborgen und wir müssen sie nur einsacken. Eieieiei. Sagt mal bitte schnell, ihr Clownfische, wollt ihr uns vom Schätzaffen? Was? Wollt ihr uns vom Schätzeraffen abhalten? Das könnt ihr euch nicht abschminken, das Zeug stauben wir alleine ab und dann sind wir steinbuttreich. Hahaha. Habt ihr Ansprache geprobt? War, ging ja richtig flott von der Hand. Achso, das sagt. Ob die Ansprache geprobt war, das ging ja richtig flott von der Hand. Die haben ja gar keine Angst vor uns. Hey, habt ihr Anemone auf den Ohren? Eieieiei. Pah, wen interessiert's, was die Seegurten denken? Wir haben Besseres zu tun. Der Schatz ist unser, kapiert, und falls ihr uns in die Quere kommen wollt, na, ich wünsche euch Rumpf und Grätenbruch. Macht Beute, Leute! Falls ihr euch was übrig lassen. Hihihi, tschüss! Alles klar. Habt ihr jetzt einen anderen Dialog deswegen oder nicht? Nee, der Schnee ist seltsam. Die sagt wirklich andere Sachen, aber die haben nichts mit dem Ding zu tun. Was? Alles klar.
Okay, ihr habt neue Dialoge. Ihr habt neue Dialoge, okay. Ja, wie bei den Octarianern. Ach, erfahren wir jetzt, wo die Octarianer ihre Technik her haben, oder was? Ich kann nicht glauben, dass wir bei all den Schlamassel auf Schatzsuche gehen können. Was machst du eigentlich so in deiner Freizeit, wenn du nicht gerade Tintenklecksen durch die Gegend saust? Ich rede mit dir. Okay, das hat sie schon gesagt. Ja. Ob Nummer 3 singen kann? Wir könnten doch jemanden als Ersatz im Hintergrund brauchen. Ich bleibe immer positiv. Okay. Er zerbricht sich gerade den Kopf darüber, was die überhaupt wollen. Nur damit du im Bilde bist. Captain ist etwas schüchtern. Nimm das Schweigen nicht persönlich. Ich mag Captain. Nein. Immer auf genügend Bewegungsfreiheit achten. Tintenschock im Zweifelsfall. Das ist keine gute Captain-Regel. Der erste Gegner, den man sieht, ist normalerweise ein Speer. Man kann ihn gar nicht ganz einfärben. An sie kann man ja sowieso nicht einfärben. Süß. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt endlich in Welt 2. Oder Sektor 2. Die erste Welt haben wir geschafft. Das sollte ja nur ein Tutorial sein, sozusagen. Schauen wir mal, was erwartet uns hier? Ach so. Aha, ist ja interessant. Das ist meine Art zu reisen. Wenn du den Blick jetzt nach rechts schweifen lässt, siehst du eine mysteriöse Rakete. Seltsam, oder? Wir sind fast da, mach dich bereit. Die Harmoniefabrik. Ja, hier gibt es eindeutig mehr zu sehen als im letzten Sektor. Holla, Nummer 3. Ich empfange ein starkes Signal von ganz da oben. Das könnte Opa sein. Schau dir das mal an. Natürlich ist es Opa. Wer sollte es sonst sein? Hier ist schon was. Nein? Aha. Ach so. Na, guck mir aus. Mhm. Das können wir erstmal aufmachen. Kriegen dafür was? Hat sich ja sogar ein bisschen gelohnt, was? Das können wir auch schon aufmachen. Okay. Spinndeko. Mehr Spinndeko. Na, von mir aus. Und noch ein Upgrade-Punkt. Okay, auf der Karte sehen wir nur die, die wir schon geöffnet haben. Okay, dann machen wir die nachher nochmal auf, alle. Ich kann ihn nicht mehr, oder? Nein. Ich kann ihn aufmachen. Ich kann ihn aufmachen. Und den da kann ich wahrscheinlich auch nicht aufmachen. Oh, Anchovium. Nice. Habe ich jetzt 3?
Ich habe zwei. Verdammt. Oh, ich habe was gefunden. Also gut gemacht. Bessere Musik. Na, okay. Oh, den kann ich schon öffnen. Ja, das war klar. Aktiviere den Schalter und erreiche das. Das ist nur eine Waffe, die machen wir jetzt schnell. Die machen wir jetzt schnell, weil wir es können. Ne, weil wir es können, machen wir die jetzt schnell. So wie sich das gehört, machen wir das jetzt. Fertig, aus. So muss das, ne? Profi-Kleckser und Klecksbombe. Hier ist ein gutes Auge gefragt, um das Ziel zu erreichen. Finde und aktiviere sämtliche versteckten Schalter. Ja, okay. Ach, unser Salmini geht da gar nicht mit. Interesting. Das hat jetzt länger gedauert, als ich dachte. Autsch. Waren das schon alle? Waren noch nicht alle, oder? Scheinbar waren das schon alle. Okay. Der war ein bisschen zu gefährlich. Da komme ich nicht ran. Okay. Schauen wir mal weiter. Gut. Hat funktioniert. Also offensichtlich sind wir hier noch nicht fertig. Wir können da ja noch rein. Also hier waren wir schon. Den Geheimen hier hatte ich schon. Aha. Dieser raffinierte Schalter, ja. Der kleine Drecksack, dieser Schalter. Ja? Aber scheinbar waren das jetzt alle. Ach so, die haben sich alle hierhin bewegt. Nice. Ja, okay, das war jetzt kein schweres Level, aber hey, kreativ und abwechslungsreich. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal eins wieder geschafft. Haben wir ein paar Sachen wieder zum, you know, neue Level finden und so. Ich würde sagen, wir gehen erst auf Overworld-Erkundung und dann ballern wir die Level so nach und nach durch. So, weißt du, ein paar zu jedes Level, bam, 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 dann sind die alle fertig und das Thema hat sich. Wie viel kriegen wir denn überhaupt? 10.000? 1.200. Ja, okay, von mir aus. Okay. Weg mit dir, so. Sie hat uns was zu sagen, da oben geht's hoch.
Okay, ich würde sagen, wir hören hier auf und reden nächstes Mal einfach mit Kelly. Falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mir weiterverfolgen wollt. Wie ist denn das eigentlich? Okay, wir sehen nur die freigeschalteten Kessel. I see how it is. Okay. Ja, falls euch die Folge gefallen hat, gerne liken, kommentieren, abonnieren. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bye, bye.